Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Episode 9 unseres PVM-Projekts Avatar auf dem Metin 2 Server Emerald. Henr ist der Name und in diesem Projekt ziehen wir einen Waffensucher von 0 auf hoch mit dem Ziel, den Rasador und den Beran Setau erlegen zu können. Ich möchte gemeinsam mit euch herausfinden, was ein effizienter und sicherer Weg zu diesen Meilensteinen ist und was man wirklich Minimum für Equipment braucht, um das zu schaffen. Dabei werden wir nur die 6 Euro monatlich für das Server-Abo ausgeben, ansonsten sind wir free to play, haben nichts von anderen Servern erhandelt und möchten unseren Fortschritt selbst erarbeiten. Das Projekt läuft jetzt mittlerweile schon seit 4 Wochen und wir haben es immerhin schon einmal auf Level 80 geschafft. Während sich der Spinnendungeon als eher kleinere Hürde auf unserem Weg herausgestellt hat, wir waren also schnell Level 75, stellt uns die Grotte der Verbannung aktuell doch auf eine etwas härtere Probe. Dennoch haben wir, nachdem wir in unseren ersten Versuchen ordentlich Prügel kassiert haben, in der letzten Episode unser Equipment ordentlich verbessert und haben nun, zumindest vorne bei den Jägern, Kämpfern und Seherinnen, absolut einfaches Spiel. Daher haben wir hier erstmal die Zeit genutzt, um ordentlich Geld zu scheffeln und das habe ich mit euch eines schönen Samstages on Stream auf den Kopf gehauen, aber der Reihe nach. Zuerst einmal haben wir eine kleine Pfadfindergruppe aufgestellt, um einen guten alten DT-Run zu laufen. Da kam Nostalgie auf, das sage ich euch. Denn neben mir brauchten auch Duplo und Alaya noch die Battle Pass EP vom Sensenmann und angeführt durch unseren Fanline-Führer Lumpus, besser bekannt als Panda Bandana, ist der Camp Blaseloch-Verschnitt hier die Ebenen Stück für Stück hochspaziert. Die EP hat dann Alaya am Ende bekommen, dass die nicht jeder aus der Gruppe beim Sensenmann erhält, das war mir in der Tat neu, aber da müssen wir halt einfach nochmal wiederkommen. War auf jeden Fall eine nette Abwechslung und daher danke an euch drei, dass ihr dabei wart und vor allen Dingen, dass Panda uns da hochgezogen hat. Und mit uns meine ich mich, denn ich glaube, ich bin da am allermeisten gestorben. Nachdem ihr mich dann zum OK-Meister ausgebildet habt und wir noch etwas EXP und Loot in der Grotte gesammelt haben, ging es zurück auf den Bazar und hier begab sich Folgendes. Ja, 3,5 immer noch. Wo ist das erste mit MPA? Hier, 3,9! Boah, soll ich mir den holen? Der hat alles, was sein Herz braucht. Ja, ja. Ein paar Drachenbohnen habe ich auch noch durch das Schatzinsel-Event. Ich konnte es 5-mal laufen oder so. Wo ist der Alchi? Boah, ich habe Bock, dieses Gifty zu kaufen und zu drehen. Ehrlich jetzt. Wisst ihr, was wir machen können? Wir können es drehen. Und im schlimmsten Fall stellen wir es wieder in den Shop. Aber erstmal machen wir dieses Ding hier. 1, 2, 3, 4. Easy. Dieses hier. Gifty plus 9, 4er Steine, Crab. Ich habe 10 Switcher zur Verfügung, durch die 80er Truhe auch. Das werde ich gleich so bereuen. Das wird eine Minute dauern und ich werde es so bereuen. Goddammit, ey. Egal. Ist ja immer noch ein Spiel, ne? So. Wir haben 5 Switcher hier und 5 habe ich noch in der Truhe. Nummer 1. Ein DSS mehr. Nummer 2. 23 DSS, 20 Untote. 23 DSS kannst du teurer verkaufen. Es waren 2 Switcher, ne? Ist super für OK-Farmer in Devil's Catacomb. Stimmt, ich hatte jetzt gerade gedacht, ja, dann kann ich mir noch Kraft der Blitze draufziehen, aber das brauche ich ja jetzt gar nicht mehr. Ich bräuchte jetzt eher dann, wenn ich irgendwann Rasador laufen will, Kraft des Feuers, bis ich einen mythischen Rubin mir leisten kann. Ja, ich lasse es so. Okay, was wollen wir es verkaufen? Zum Abschluss haben wir Robin dann noch einen Handschuh im Roten Wald besorgt. Aber damit ging ein erfolgreicher Stream zu Ende, in dem wir nicht nur einen mythischen Granat, sondern auch ein Gifty plus 9 günstig geschossen haben. Wir sind hier bei meinem guten Freund der Alchemist und zuerst mal kümmern wir uns um unseren eigenen Ring. Ja, ich sehe es ein, der legendäre Drachengranat hätte nicht sein müssen, auch wenn es jetzt mit 1,4 Won keine großen Ausgaben waren. Aber die Kraft der Blitze macht in der Grotte doch schon einen riesen Unterschied. Deswegen setzen wir hier mal die Zange der Zeit an und gucken, ob wir den vielleicht nicht sogar wieder loswerden und ein bisschen verkaufen können. Fehlgeschlagen. Schade. Der ist weg. Aber it is what it is. Hatte auch erst überlegt, mir einen zweiten Ring aufzumachen, einen mythischen, aber ich hätte gerne den Rubin, weil ich glaube, an einen mythischen Drachenrubin kommen wir so schnell jetzt nicht.
Deswegen lassen wir es bei einem Ring, bauen den Mythischen ein und haben damit jetzt Kraft der Blitze und Blitzwiderstand ein bisschen mehr. Immer noch MPA. Sehr, sehr cool. Ja, aber der Hauptgrund war halt jetzt die Kraft der Blitze, deswegen passt. Und dann haben wir außerdem noch, das hatte ich jetzt durch meine Daily Core Quest erreichen können, einen antiken Rubin Try. Den hauen wir direkt mal hinterher. Schon wieder Fail. Das ist jetzt das dritte Mal, dass der antike Rubin Try hintereinander failt. So langsam könnt ihr mir mal wieder einen geben. Naja. Damit konnte das Leveln beginnen. Aber erstmal nehmen wir uns noch kostenlosen Push mit. Mein Ring der Freude aus der Schmuckschatulle war nämlich am Ende seiner Laufzeit, aber im Adventskalender war genau an diesem Tag ein kostenloses Amulett der Wächter mit 3 Tagen Laufzeit. Das nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Und jetzt mit der Kraft der Blitze ging es richtig schnell voran. Ihr seht mich hier schon mit Level 83 wieder im Dämonenturm, denn Shiva hatte ebenfalls Bock auf einen DT-Run und wollte mich für die 100 Battle Pass EP für das Töten des Sensis mitnehmen. Den Shuttle Service habe ich natürlich dankend angenommen. Dabei habe ich diesmal sogar an Abzeug für den Schmied gedacht und beim Juwelier ging mein HTA sogar von plus 6 auf plus 7, was wir später für 50 Millionen Yang verkauft haben. Sehr, sehr nice. Und vielen Dank, wie so häufig, an Shiva. Ich kann wirklich jedem empfehlen, nach einer Gilde oder ein paar netten Leuten in einem solchen Spiel Ausschau zu halten, denn mit Freunden an seiner Seite geht vieles leichter. Aber denkt dran, Kinder, wenn ihr handelt, dann mit Pfand. Wer Ausnahmen macht, ist selbst schuld. Dann war es nach langer Unterbrechung an der Zeit, die Hauptquest fortzuführen, die wir in Episode 5 begonnen hatten. Nachdem wir zu einem Denkmal im Roten Reich gereist sind, ein Denkmal am Dämonenturm und dann zur Abwechslung einen Grabstein im Eisland aufgesucht hatten, haben wir äußerst ineffizient jede Menge Bäume im Geisterwald geschreddert, für gerade einmal 10 Seiten Papier. Aber das hat uns nicht nur 10 Exorzismus-Schriftrollen, sondern auch 3 konzentrierte Lesen eingebracht. Die können wir sehr gut gebrauchen. Bevor das Leveln weitergehen konnte, musste ich allerdings neue Kostüme besorgen, denn die alten waren mittlerweile abgelaufen. Schon eine Woche in der Grotte und noch gar nicht so weit vorangekommen, da müssen wir echt mal einen Zahn zulegen. Und an der Stelle vielen Dank an Monsat, ich hoffe der Name stimmt, denn ich sehe hier nur den Core-Farmer, aber ich hatte im Rufchat nach jemandem mit Glas des Handels gefragt und der Kollege hatte mir nicht nur die Preise genannt für die günstigsten Kostüme aktuell auf dem Markt, sondern auch gezeigt, wo der Laden steht, damit ich die günstigsten selbst rauskaufen konnte. So brauchte ich mir für diese eine Sache nicht extra ein Glas des Handels kaufen, also vielen, vielen Dank dir für die Unterstützung. Dann ging es jetzt auch endlich mit der Kraft der Blitze wieder weiter rein in die Grotte zu den stärkeren Seetau-Kriegern. Und spätestens jetzt läuft es hier wie geschmiert. Wir hauen endlich auch die Kommandanten super easy weg und haben in kürzester Zeit auf Level 85 gezogen. Wieder auf Map 1 angekommen, hat mich Panda gefragt, ob ich schon eine Money-Projektion habe und ich meinte nein. Ehrlich gesagt hatte ich nämlich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nie ein Money, woraufhin er sich meinen Kriegskeiler geschnappt hat und mir da eine Projektion draufgeballert hat. Das hat mich mega gefreut und ich muss auch sagen, es macht schon sehr Spaß damit rumzuheizen. Aber damit ich das nicht für umsonst bekomme, hat Panda da auch 30 Millionen und noch alles an Petfutter bekommen, was ich gerade aus der Grotte geholt hatte. Auch an dich, Panda, natürlich, mal wieder. Vielen Dank dir. So, wieder in Grotte 2 angekommen und ich finde, mit Level 85 können wir jetzt langsam mal anfangen, die Register zu ziehen, die wir haben. Habe schon den Uriel-Buff, den ich ehrlich gesagt beim ersten Anlauf vergessen habe, musste auf halbem Weg hier zu diesem Raum wieder umdrehen, nochmal raus. Und der gute Fingfang war es, glaube ich, hat mir dann mit dem Glas des Handels 10 Blutsteine geholt, weil ich selber jetzt nicht für 10 Blutsteine ein Glas des Handels kaufen wollte. Hat mir da geholfen, vielen Dank dafür. Und wir haben den Schneeflockenzauber abgeholt, plus 30% EP. Wir haben den Uriel-Buff, plus 50% EP. Und jetzt werden wir auch mal die Tränke der Weisheit reintun. Unser kostenloses Amulett der Herrscher ist abgelaufen, was wir in dem Adventskalender hatten. Und eigentlich wollte ich mir mein Nazar-Amulett mitnehmen aus dem Battle Pass. Die Punkte haben wir mittlerweile zusammen. Aber leider habe ich vergessen, dass das in den Postfach Eingang geht, wenn ich das abhole und damit kann ich das jetzt gerade nicht mehr holen, ohne wieder rauszulaufen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal einen kleinen Test ohne, lassen auch die 2,5 Stunden Bonsai erstmal Bonsai sein und werden uns stattdessen wieder mit dem Kahn abgeben, um halt unseren Damage-Output wieder zu erhöhen, auch ohne Push-Ring. Hab zwar hier noch eine Schmuckschatulle, aber ich will erstmal auf das Nazar-Amulett gehen, bevor ich jetzt hier irgendwie 7 Tage was anderes rauskriege. Deswegen gucken wir mal, was wir jetzt hier alles zusammenkriegen. Erstmal 80% EP haben wir schon.
So, dann Affe, Kahn. Trank der Weisheit haben wir noch ein Stündchen, das passt eigentlich ganz gut. EXP-Ring rein, Trank der Weisheit rein, noch ein Trank der Weisheit oben rein, Glühwein rein. Und dann schauen wir mal, wie schnell das jetzt hier geht. Ich habe natürlich die Alchi noch gar nicht aktiviert. Das sollte ich vielleicht auch machen. Boah, wir kriegen ja schon echt guten Schaden rein. Aber das war jetzt schon 1%. Wahnsinn. Und habe ich noch irgendwas vergessen an Blitzverteidigung? Es ist ja Wahnsinn, was wir hier auf einmal auf die Mütze kriegen. Ne, wir haben 91 Blitzdev. Vielleicht liegt es wirklich einfach an dem fehlenden Pushring. Aber, ja, so schnell kriegt man 1,3% zusammen. Wir haben jetzt 340% XP-Push. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen, bis wir die übrigen drei Kugeln für dieses Level zusammenkriegen. Und, ach komm, machen wir hier noch einen grünen Pot rein. So, und ich weiß nicht, was der Highscore ist, aber während wir hier so ein bisschen leveln, wir haben jetzt übrigens in einer halben Stunde ungefähr, also wir haben mit 25% ungefähr gestartet, also fast 35% gemacht. Und ich mache hier parallel die OK-Karten-Sets, verspiele ich. Und ja, ich habe jetzt über 500 Punkte, so viel hatte ich noch nie. Bin mal gespannt, ob das unser Highscore für dieses Event sein wird. So, und wir sind fast am Ende des Levels angekommen. Hat jetzt einen Ticken länger gedauert als gedacht. Ich habe einen zweiten XP-Ring reingetan, der ist jetzt bei 41 Minuten Rest. Also haben wir hier eine gute Stunde 20 gestanden, oder ziemlich genau sogar. Fehlen gerade noch 0,8%. Und ja, der letzte Trank der Weisheit, den wir noch hatten, der mit einer Stunde 9 Rest, ist dementsprechend natürlich auch abgelaufen. Genauso wie das Einstundenglas, was oben links in die Leiste ging. Das heißt, wir sind jetzt gerade nur noch bei 140% XP-Push, deswegen hat sich das am Ende auch nochmal einen Ticken länger gezogen. Aber ich wollte oben nichts mehr reinhauen und das neue Trank der Weisheit auch nicht anfangen, weil ich jetzt doch so ein bisschen den Schaden vermisse, insbesondere bei den Kommandanten merkt man das. Das hält doch ein bisschen mehr auf und ich glaube, deswegen geht es auch jetzt gerade nicht ganz so schnell voran. Deswegen auf jeden Fall beim nächsten Mal ganz, ganz wichtig, wenn wir hier das nächste Mal wieder reinkommen, das Nazar-Amulett holen, weil das bringt halt ordentlich, ordentlich Push. Es bringt irgendwie sowohl stark gegen Monster als auch 30% Magie-Nahkampfangriff. Ich glaube 10 Monster und dann 30 Magie-Nahkampfangriff. Also schon ordentlich was an Damage-Output. Und damit sollten wir hier so richtig durch die Monster durchrasieren. Deswegen gehe ich davon aus, dass es damit nochmal viel, viel schneller geht. Selbst wenn uns dann ein Slot für EXP-Push verloren geht hier auf der Seite. Deswegen aber das Nazar-Amulett bringt ja auch nochmal 50% EXP-Push. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt. Das wird uns ordentlich, ordentlich voranbringen hier. Und jeden Moment sind wir auf Level 86. Da ist es soweit. Sehr, sehr cool. Ich lasse es wie immer hier noch so ein paar Minuten laufen. Vielleicht verbrauche ich sogar noch den XP-Ring, weil ich noch ein paar XP mitnehmen möchte für Lesen und so weiter. Und ja, schauen wir doch direkt mal, ob unser fünfter M-Skill Zauber aufheben auf 17 umspringt oder ob wir uns da um BDVs kümmern müssen. Ist nicht umgesprungen, sehr, sehr schade. Aber ich glaube, ZA-BDVs kriegen wir noch verhältnismäßig preiswert. Sehr nice. Dann war wieder wie jeden Mittwoch das Superstein-Event dran. Und auch wenn es auf Map 2 eigentlich immer sehr, sehr lukrativ für uns ist, war mir nach etwas Abwechslung zumute. Deshalb ging es für uns ausnahmsweise mal nicht nur auf die Map 2, sondern auch später in den Roten Wald, wo ich mit dem Main versucht habe, einen 90er Superstein runterzuhauen. Und da merkt man dann doch das eher anfängliche Equipment, das wir immer noch haben, welches halt wirklich extrem auf Leveln in der Grotte spezialisiert ist. Aber Waffensuchers verzeihen sowas auch mal relativ gut. Und nach ein paar Mal wiederbeleben und die Monsterwellen am Ende einzeln weghauen, haben wir immerhin einen 90er Superstein mit hinweggehauen. Das heißt, Handschuhe des Diebes für den Rest des Projektes gefühlt. Da ich aber eh nicht viel Zeit an dem Abend hatte, ist an dem Superstein-Event ausnahmsweise mal sonst nicht allzu viel passiert. Ein neuer Morgen ist angebrochen und wir werden uns wieder in die Grotte 2 begeben. Natürlich, was auch sonst. Aber die ehrbaren Leute der Stadt sind auch schon on Tour. Jedenfalls
Was ich mir überlegt habe, ich hatte mir letztens schon mal wieder einen DR-Gutschein gesichert, damit ich mir wieder ein Glas des Handels holen kann. Ich habe aktuell keins. Ich schnorre mich immer so durch und frage die Leute, ob die mir helfen können, ob sie eins haben und ob mir jemand was rauskaufen kann. Meistens biete ich dann halt was Kleines als Gegenleistung dafür an, so ein paar Millionen mehr oder so, aber bisher hat das jeder for free gemacht. Und ja, ich werde den DR-Gutschein aber jetzt einlösen und mir in der Tat die Premium-Autojagd holen. Das würde ich normalerweise nicht machen. Normalerweise hätte ich die Geduld, das einfach so zu machen. Aber ich, ja, möchte das Projekt ja auch vorantreiben. Ah, okay, das wird dann wahrscheinlich jetzt beim nächsten Mal hier oben stattfinden, wenn ich mich wieder einlogge. Ich möchte das Projekt ja weiter vorantreiben und möglichst schnell auch den Fortschritt haben. Und in der Grotte ist es halt jetzt wirklich einfach nur leveln, aber wir sind noch nicht auf dem Stand, dass ich den einfach so stehen lassen könnte. Ich kann aber auch nicht den ganzen Tag am Rechner bleiben. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das Won, das knappe aktuell kostende DR-Gutscheine so viel zu investieren. Ich brauche die DR momentan eh nicht für was anderes, deswegen, ja, machen wir es jetzt so. Und werde mir jetzt noch kurz den. Warte, ist der Schneeflockenzauber noch aktiv? Ja, noch 4 Stunden, okay, aber. Ja. Core-Quest täglich abholen, Uriel-Buff abholen und dann stellen wir uns wieder in die Grotte und schauen mal, wie es abläuft mit dem Nazar-Amulett, weil dadurch haben wir jetzt dann in der Tat einen extremen Damage-Push, der uns gestern noch gefehlt hat bei dem Level 85 auf 86. Schauen wir mal, was das für einen Unterschied macht. So, halbe Stunde ist mittlerweile rum. Ihr seht, Premium-Autojagd läuft, Skills sind eingefügt und das setzt die Zeiten eigentlich auch ziemlich perfekt automatisch. Also es berechnet, wie lange euer eigener Cooldown ist anhand von Zauberspeed auch und der Skillhöhe und so weiter. Deswegen, es passt ganz gut und ich habe ein bisschen gebraucht, um zu checken, dass diese Pots hier, dass diese Werte nicht nach Sekunden sind, sondern bei TP und MP ist dann hier irgendwann auch erklärt, dass das quasi die Prozentwerte sind, die eingehalten werden. Also sobald unsere Mana unter 50% läuft, wird die Premium-Autojagd da wieder nachpotten, so wie gerade gesehen. Also es ist auf jeden Fall massive Erleichterung. Natürlich ist das jetzt wieder ein Won-Flöten, aber ja, es hält jetzt für 7 Tage. Das sollte meiner Meinung nach reichen. Kostüme haben wir jetzt auch noch 5 Tage. Sollte meiner Meinung nach reichen, um vielleicht auf Level 95 sogar zu kommen. Haben jetzt in einer halben Stunde eine Kugel gemacht. Mit dem 190% Push, den wir jetzt noch hatten mit dem EXP-Ring. Und ich will ehrlich gesagt mal testen, ob wir den Trank der Weisheit einsetzen können, wenn das Nazar-Amulett drin ist. Mit dem Ring der Freude hat das nämlich nicht geklappt. Warte, ich muss hier noch kurz den Kommandanten wegtun. So, können wir das jetzt hier einsetzen? Nein, nicht zweimal einsetzen. Okay, also das habe ich mir irgendwie gedacht. Also müssen wir jetzt hier erstmal doch ein bisschen mit EXP-Ringen weiterarbeiten. Aus irgendeinem Grund verträgt sich der Push-Ring nicht mit den Tränken der Weisheit. Und das, obwohl wir ja eigentlich noch 3x3 Stunden geschenkt bekommen haben von dem Game durch den Adventskalender am ersten Tag. War es der erste Tag? Nee, zweiter Tag oder so. Aber auf jeden Fall haben wir ja eigentlich noch so 12 Stunden Trank der Weisheit für hier. Könnten hier also im Prinzip, wenn wir auf den Damage verzichten, nochmal 50% mehr rausholen. Dann haben wir noch den Trank der Weisheit, der oben in die Leiste geht. Ich wurde auch schon von Klotz angesprochen, ob ich vielleicht mit ihm und seiner Buff mal in die Chucky-Kammer gehen will, weil seine Buff auch gerade levelt. Da sind ja auch immer wieder mal Leute, die Gruppen suchen. Muss ich mir mal Gedanken zu machen. Aber aktuell läuft das hier soweit ganz gut. Und ja, stimmt. Fische ist auch noch so eine Sache, um die ich mir vielleicht mal einen Kopf machen sollte, ob ich hier noch Goldfische oder Yabbykrebse ranholen will, damit wir das Thema Leveln hier so schnell wie möglich abschließen können. Aber bisher. Ja, haben wir auf jeden Fall noch einige XP-Ringe auf Halde, durch die wir uns durchfräsen können. Im Nachhinein kann ich wirklich nur sagen, dass ich vielleicht doch etwas eher auf euch hätte hören sollen. Denn zwar habe ich hier den Anspruch, an dieses Projekt herauszufinden, was man minimal als Anforderung an Equipment hat und deshalb erst den legendären Granat genommen. Und rein theoretisch würde das auch vollkommen ausreichen, um vorne bei den Stufe 1 und 2 Sektor zu leveln. Aber es würde in der Tat einfach unendlich lange dauern und Ressourcenverschwendung ist jetzt auch nicht so mein Ding. Mit der Kraft der Blitze auf unser Equipment obendrauf haben wir aber endlich die Grenze überschritten, die nötig war, um auch bei den Stufe 3 und 4 Setau-Kriegern ordentlich zu leveln. Diese ca. 3 Won mehr für einen mythischen statt legendären Granat sind zu 100% gut angelegtes Geld und ich würde jedem von euch empfehlen, nicht zu machen, was ich gemacht habe, sondern direkt etwas mehr sparen und bei dem Granat direkt auf mythisch zu gehen. Genauso ist die Premium-Autojagd eine gute Investition und ich weiß sehr gut, dass die Meinungen da sehr weit auseinandergehen.
aber sie ist nun mal im Spiel und nach den gesammelten Erfahrungen kann ich euch Folgendes sagen. Zumindest als Waffensucher könnt ihr mit rund 90 Blitzdev, 600 Grundverteidigung, ca. 50 Teufel, einer Heldenmedaille oder anderem Pushring und, das ist das Wichtigste, mindestens 1% Kraft der Blitze überall in der Grotte ohne große Probleme in unter einer Woche von Level 75 bis Level 95 leveln. Selbst mit rund 200% Erfahrungsbonus und den hat man im Spiel durch Tränke der Weisheit, Yabis, Uriel-Buff, Events, Erfahrungsringe und was es da nicht alles gibt, recht schnell zusammen. Meine Skills sind dabei jetzt noch stark vernachlässigt, Klinge ist mit M5 noch am weitesten und auch die Bio-Quests spielen hier noch keine Rolle, denn da bin ich noch bei Fluchsammlungen, obwohl ich jeden Tag fleißig abgebe. Und während ich hier im Hintergrund noch Level 88 erreiche, soll es das für diese Episode gewesen sein. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ebenso freue ich mich immer sehr über Anregungen, Wünsche, Kritik, Verbesserungsvorschläge. Haut alles, was ihr loswerden wollt, in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal.